Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Spiel des Liga Total Cups 2011 aus der neuen Kofas Arena in Mainz. Der erste FSV Mainz gegen Borussia Dortmund. Da werden wir gleich mal sehen, wie die beiden Teams sich so zurechtfinden in der neuen Kofas Arena. Vor allen Dingen Mainz sind ja sowieso der Gastgeber und halt jetzt noch gegen den Meister. Ist doch ein richtiger Kracher. Jürgen Klopp war ja auch mal bei Mainz Trainer. 2004 hat er sie in die Bundesliga geführt, ist 3 Jahre später allerdings abgestiegen wieder. Jetzt sehen wir jetzt erstmal die Aufstellung von Mainz. Ivan Schützenzer Baflik im Offensiven und Adam Soloy im Mittelsturm. Dortmund ist da schon wesentlich eingespielter. Großkreuz und Götze auf den Außen und Robert Lewandowski und Lukas Barrios im Mittelsturm. Was ungewohnt ist. Hier sehen wir den Kapitän der Dortmunder, Roman Weidenfeller. Es ist ja nicht mehr Sebastian Kehl, auch wenn der heute spielt. Es ist ja jetzt Roman Weidenfeller. Fangen wir an! Das allererste Spiel des Liga Total Cups generell in der neuen Kofas Arena. Der erste FSV Mainz gegen Borussia Dortmund. Marcel Risse am Ball. Kam ja von Bayern 04 Leverkusen. War in der letzten Saison nur ausgeliehen. Jetzt haben sie ihn fest verpflichtet. Bosspech, schön vorbeigegangen. Nikolai Müller, der Mann, der von Fürth kam, von Greuther Fürth aus der zweiten Bundesliga. Bo Svensson. Ja, kann er behaupten. Nikocho Noweski. Fabian Schönheim. Auch ein ganz, ganz junger Kerl. Kam aus der U19 von Mainz. Nikolai Müller. Umowo Jela. Da gab es auch so eine Debatte. Ja, es ist eine Partei nochmal, NPD war es, glaube ich, ja, das ist ja diese rechtsradikale Partei, die hat bei der WM 2006 rum, da war ja Wahl, Bundestagswahl, und da haben sie auf ihrem Plakat zufälligerweise ein Foto von Patrick Mowoyela drauf gemacht, und da stand dann eben auch noch drauf, stoppt Schwarze oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall war das eine ganz schöne Debatte. Es hat sich auf jeden Fall nicht zugehört. Soto. Fabian Schönheim. Widmen wir uns dem Spiel. Was da rede ich hier? Ich rede über NPD beim Fußball. Nikolai Müller. Also, sind wir ehrlich, ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen lockerer zu gestalten. Es ist ja auch nur Freundschaftsspiel, sag ich mal. Liga Total Cup. Es geht ja hier um nichts. Marcel Schmelzer, Lukas Barrios, die kontern bis jetzt nur, und wenn, dann geht das meistens mal nach hinten los. Robert Lewandowski, Kevin Großkreuz, der hat ja auch noch die Klatze jetzt, das sieht nicht gerade sehr schlecht aus. Mario Götze, Zabavnik, da muss immer ein bisschen lachen, wenn man den Kevin Großkreuz sieht. Ich meine, das sah doch schon mit Langhaaren nicht unbedingt so gut aus. Manche sagen, er sieht aus wie ein Spastiker. Man kann das so oder so verstehen. Aber wirklich, das sieht manchmal wirklich ein bisschen so aus. Naja. Beim Fußball kommt es ja darauf an. Ob man gut spielt, Roman Lewandowski! Und der deutsche Meister in der Saison 2010-2011 führt mit 1:0 gegen den ersten FSV Mainz. Da machen wir jetzt auch keinen großen Kindergarten hier. Wir sagen das jetzt einfach mal ein bisschen konkret. Mario Götze hat das alles eingeleitet. Der rennt hier von der Mittellinie los, macht dann einen schönen Schlenker und dann so einen Riesenpass. Robert Lewandowski, und der verlädt dann Müller, Heinz Müller, richtig schön in die linke Ecke. Besser geht's manchmal nicht. Und hier auf Sport 1 sehen wir die Führung für Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz. Adam Soloy kam ja aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid vorletzte Saison. Und so schlecht ist er wirklich nicht, das hat man gesehen. Ein Problem gibt es jedoch bei Mainz, die ganze Boygroup ist auseinandergerissen worden. Die bestand ja aus Soloy, Risse, Holpi, Schürrle und Alagui. Das sind ganz schön viele. Und jetzt, Holpi war eigentlich der Zweitbeste, denke ich. Neben Schürrle ist weg, zu Schalke, war ja auch noch ausgeliehen. Schürrle ist jetzt zu Leverkusen. Da sind viele, viele weg. Und das sind eigentlich die zwei Besten, die da rausgerissen wurden. Naja, muss man sehen. Sven Bender! Versucht's mal! Heinz Müller hat den Ball. Letzte Saison ja auch schwer vom FC Bayern umworben. Heinz Müller. Ich denke, es ist gut, dass er hier bei Mainz geblieben ist. Was hätte er denn bei Bayern machen sollen? Bankdrücker, Bankanwärmer. Wie Papst Benedikt.
bei der kirchlichen Wahl. Robert Lewandowski. Oh, gegen Bosbecht vorbei. Er kann sich gegen Bo Svensson nicht durchsetzen. Marius. Auf Mario Götze. Der macht bis jetzt ein gutes Spiel. Wieder geht er vorbei. Klasse, wieder Lewandowski. Und jetzt aus Heinz Müller. Diese Flanke war natürlich, ist durch Glück zu Robert Lewandowski gelangt. Das war natürlich Riesenglück. Aber was dieser Götze hier bis jetzt veranstaltet, das ist schon genial. Bosspech bringt sich da in eine sehr, sehr schwierige Situation. Sjetnik. Bosspech kam ja von Kopenhagen. Barrios. Robert Lewandowski. Der versucht's. Gefährlichster Mann bis jetzt. 5:0 Schüsse. Und ich denke, da waren drei mindestens von Robert Lewandowski. Der Pole, der setzt hier richtig einen drauf. Schauen Sie sich das mal an, wie der hier spielt bis jetzt. Also, bester Spieler ist der schon. Der hat eigentlich schon die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Aber wir sind ja beim Liga Total Cup. Die Spieler nehmen das schon richtig ernst. Zumindest die vom BVB. Von Mainz haben wir noch gar nichts gesehen in der neuen Arena. Ja. Was soll man dazu sagen? Mainz ist jetzt nicht die oberste Top-Mannschaft. Nachdem jetzt die vielen rausgerissen wurden. Ja, für mich allerdings auch gut noch dazu passen würde. Jetzt kommt dieser Ball aus dem Fußgelenk. Aber geklärt von Neven zu Bottic. Und das war wohlgemerkt kein Rückpass. Da hat er Soloi angeschossen, haben wir gesehen. Kevin Großkreuz jetzt auf Robert Lewandowski. Was macht er? Holt er wieder den Zauberstab raus an Tapavnik. Großkreuz. Was ist denn jetzt aus Großkreuz? Riesig! Wieder die Zaubernier, die Dortmunder. Ah, oh, Schmelzer, kein Abseits. Wieder in die Mitte. Fabian Schönheim. Ja, da muss ich erstmal dran gewöhnen. Das ist noch ein ganz, ganz junger Kerl. Dass sie den jetzt schon spielen lassen. Mario Götze. Es sind noch Mainzer da vorne. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Soto. Wer gut zu Mainz passen würde, er war ja auch im Wurben, ist Laut, Benjamin Laut. Wäre durchaus eine Alternative für Mainz. Da würde eigentlich gut dazu passen. Bei 1860 ist er doch schon ganz schön untergetaucht jetzt. Aber es ist halt ein Idol. Das kann man sich sagen. Ja, muss man nicht pfeifen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Schmelzer. Hört den Freistoß. Der Magdeburger. Auf Andreas Ivancic, der wurde ja auch dieses Jahr fest verpflichtet von Panathinaikos Athen. Das wissen viele gar nicht, weil da war jetzt zwei Saisons gerade mal nur auf Leihbasis bei Mainz. Wusste ich selber auch nicht, habe ich erst erfahren. Meine Fußballkenntnisse, die reichen jetzt auch nicht bis nach Afghanistan. Auch ich bin ja auch erst 14. Woher soll ich denn das wissen? So. Einzelführung, Pausenführung für Borussia Dortmund gegen den ersten FSV Mainz. Wir hoffen mal auf eine schöne zweite Halbzeit und vor allem auf den ersten Torschuss von Mainz in der neuen Arena. Bis dahin.